Waves don't die. Hallo Leute, was geht? It's your boy Dave. Heute mit einem neuen Video. Fragt euch wahrscheinlich, um was wird's gehen. Heute erzähle ich euch, erkläre ich euch, warum ich viele Videos auf meinem Kanal rausgenommen habe, gelöscht habe. Falls du neu bist, lass gerne ein Abo da, lass ein Like da, lass einen Kommentar da. Und ja, würde ich sagen, fangen wir direkt an. Also, meinen YouTube-Kanal habe ich erstellt 2019, am 23.01. Das weiß ich noch ganz gut, weil 23 so meine Lieblingszahl ist und 2019, ja, das Jahr war so. Warum habe ich den erstellt? Ich hatte ihn damals erstellt, weil ihr kennt das auch, manche Videos oder manche Lieder, man muss angeben, Alter und so, dies, das. Genau, gemacht. Easy, mein Video damals angeschaut und so. Und immer so mal mit dem Gedanken gespielt, dann im Nachhinein, so Februar, März rum, mit YouTube anzufangen. So. Mit dem Gedanken gespielt. Mit einem Kumpel, Bloody, kennt ihr auch alle, das Ganze besprochen, teilweise belächelt, aber halt auch ernst, so, man hat auch ernst darüber gesprochen, so, ja. Dann mein erstes Video, da war ich damals am, wann war das, April, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall Karneval der Kulturen, ist eine Eventreihe, sag ich jetzt mal, ist ein Event in Berlin, wo sag ich mal, nur Afrobeats laufen, Afropartys sind und so weiter. Genau. Und da habe ich mein erstes Video aufgenommen. Ganz normal ein Vlog, so was ich mache und so richtig auf Amateurbasis noch hochkant gefilmt und so. Ja, Leute, die das vielleicht gesehen haben, wissen, was ich meine. So hat es angefangen. Und dann war mein Kanal von Challenges, Reactions, ab und zu Vlogs. Davon war mein Kanal halt geprägt, sag ich mal. Dann gab es so eine Pause von, also mein erstes Video kam online im Juni 2019 kam meine erste Challenge online, die ich dann auch, meinen Freunden, also meinen größeren Freundeskreis, meine engen Freunde wussten schon nicht mal YouTube und so, aber der größere Freundeskreis, der hat dann halt erst mitbekommen, so, okay, der lädt Videos hoch und so, weil ich habe es auch nie bei Instagram gepostet oder so, meine Reactions oder den Vlog oder so. So, dann, so, September, Oktober 2019 bis Februar, März, also auf jeden Fall so Sommer, Spätsommer 2019 bis so Frühling 2020 habe ich kein Video hochgeladen, nicht ein einziges, kein Video, zu dem Zeitpunkt habe ich nicht mal gelivestreamt, dazu komme ich auch noch, und dann habe ich wieder angefangen mit Straßeninterviews. Kam kein Video, kein Livestream, kein gar nichts. Hab mit Straßeninterviews angefangen und in der Zeit gingen meine Klicks durch die Decke. Ich hatte schon davor Videos, die gut Klicks gemacht hatten, so, aber das waren immer so Einzelstücke, so, keine Ahnung. Das war, sage ich mal, nichts. Ich konnte nicht voraussehen, welche Videos Klicks bringen, welche Videos keine Klicks bringen, so. Wisst ihr, ihr müsst euch vorstellen, ich war komplett new in dieser Szene und klar kann man so abwägen und so, aber da war wirklich, ich konnte jetzt zum Beispiel nicht sagen, wie viel Klicks ich mit einem gewissen Video erreichen könnte. So, okay. Dann habe ich Straßeninterviews gemacht und die Klicks gingen für meine Verhältnisse durch die Decke. So. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe monatelang nichts hochgeladen. Bei YouTube gibt es auch, um Partner zu werden, muss man innerhalb eines Jahres gewisse Voraussetzungen schaffen und so, die ich bis dato nicht geschafft hatte, die dann
durch die Straßeninterviews und andere Videos und so, Challenges etc. Dann geschafft wurden so. Also ich habe es direkt in einem Jahr geschafft, so Gott sei Dank, mehr oder weniger. Obwohl, ja, war genau, waren 11 Monate sogar, glaube ich. 11 Monate und dann dauert es, weil du musst dann alles mögliche angeben und so, dann dauert es, bis das genehmigt wird und so, wird überprüft und so, dies, das. So, also ich habe es in einem Jahr geschafft, so. Genau, dann Straßeninterviews, hier Straßeninterviews, da Real Talks, Reactions, wirklich Masse von Videos, die ich hochgeladen habe. Unter anderem Musik-Reactions, sehr viele, weil jeder von uns hört Musik. Auf jeden Fall allmögliche Videos hochgeladen. Und ja, jetzt sage ich euch ein paar Punkte, die das YouTuber-Dasein etwas, also ich bezeichne mich nicht als YouTuber, aber es gibt Dinge bei YouTube, die man verstehen muss. So. Punkt Nummer 1. Reactions auf Musik kann man komplett vergessen. Videos werden direkt gesperrt, werden gelb heißt nicht monetarisiert oder beschränkt monetarisiert, gelb oder rot. Und da geht es jetzt nicht darum, um das Geld und so, klar, bei YouTubern geht es um das Geld, aber mir ist es ja egal, ich sehe mich ja nicht als YouTuber so, dass ich jetzt denke, boah, ich muss so und so viel Geld damit erreichen. Geht aber darum, dass die Videos weniger vorgeschlagen werden. So, ihr kennt es vielleicht von Instagram, wenn ihr von Freunden oder so, ihr seht auf einmal irgendeinen Post nicht. So, obwohl ihr der Person folgt. So, und so war das dann mit Videos. Wenn weniger vorgeschlagen, allgemein weniger Impressionen. Impressionen sind die Anzahl an Dinge, wo euer Kanal irgendwann mal so vorgeschlagen wird, auf Entdecken oder sonst was, so allgemein geht das Ganze zurück so. Und das ist wirklich halt negativ auf euren Algorithmus aus. So. Also ich erkläre es jetzt so auf meine Art. Ich denke, ihr checkt es so. Genau. Dann dennoch 2020 Spielvideos hochgeladen, angefangen zu streamen bei Twitch. Twitch, sage ich jetzt mal, Herausforderungen oder Forderungen zum Affiliate werden geschafft. An der Stelle folgt mir auf Twitch, Dave Wave Live. Genau, gestreamt, Reactions hochgeladen, Vlogs gemacht, alles Mögliche wegen Corona, keine Straßeninterviews. Unzählige Straßeninterviews habe ich noch. Von Leuten, die damals meinten, so ja, wäre es okay, wenn ich doch nicht dabei bin und so, die mir geschrieben haben und korrekt ist korrekt, so, ich könnte es hochladen, aber ich habe es dann nicht hochgeladen, so. Genau. Und jetzt der Punkt, warum ich diese Videos rausgenommen habe. Weil Leute, die es irgendwann mal gesehen haben, ich hatte über 600 Videos oder so, über keine Ahnung wie viel genau, ist halt einfach, dass der größte Teil meiner Videos einfach in irgendeiner Weise urheberrechtlich, sage ich jetzt mal, irgendwo angeeckt sind. Irgendwie ein Lied lief im Hintergrund oder so banale Dinge. Wenn ich jetzt, angenommen draußen jemand hört Apache, dann ist dieses Video auch schon direkt nicht grün. Heißt, mit weniger Vorschlag, weniger angezeigt und so. Und es ist ja in meinem Interesse, dass die Leute, die mich abonnieren, meine Videos sehen. Und dabei geht es wirklich nicht um Geld oder sonst was. So, ihr seht es ja selbst an den Klicks und so, das ist ja, dass es stark zurückging im Vergleich zu vor einem Jahr. Ja, was heißt vor einem Jahr? Vor einem halben Jahr zum Beispiel. So. Und deshalb einfach, damit ihr wisst, ich habe das rausgenommen, um meinen Kanal zu säubern. Und habe auch einen Zweitkanal, der ist immer unten verlinkt, oder ihr findet den so, Dave Wave Light. Dort werde ich in Zukunft, also ich werde immer noch regelmäßig hier meine Reactions hochladen, ein normales Video, um 6 Uhr das normale Video, um 8 Uhr die Reaction. Aber dort werde ich auch schauen, wie sich das auswirkt darauf, wenn ich dort Reactions hochlade, andere Videos hochlade, wie der Kanal dann, sage ich mal, gepusht wird oder runtergezogen wird. So. Ja,
so viel dazu. Ich denke, das war's. Falls euch das Video gefallen hat, falls ihr Fragen habt, schreibt mir, schreibt es in die Kommentare. Und ja, dann würde ich sagen, stay blessed, fellas. Genießt das gute Wetter, der Sommer kommt. Ich würde sagen, wir sehen uns. Peace out. Keiner hat geahnt, dass die Wave kommt.